Hi, ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal mein fotografisches Jahr. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht. Ich bin überrascht, wie viele es sind. Ich wusste, es war ein gutes Jahr, es war ein sehr gutes Jahr. Aber ja, es ist wirklich erstaunlich viel und ich nehme euch einfach mal mit. Ich habe die Bilder chronologisch geordnet und werde euch einfach, ja, Bilder zeigen und ja, einfach mal durch mein Jahr mit euch zusammengehen. Das Bild ist mit 800 mm entstanden bei 5,6er Blende. Ich finde es ganz spannend an der Crop-Kamera, an der 200D. Ja, das war so mein erstes brauchbares Bild aus dem Jahr. Das war noch im Februar, glaube ich, Januar. Habe ich so gut wie gar nichts gemacht. Ja, ich bin so ein bisschen durch den Wald rumgedümpelt, aber ja, so wirklich los war da nichts. Und da Landschaftsaufnahmen eh nicht so mein Metier sind, hatte ich mich mit einem Freund verabredet. Denn bei uns überwintern Zwergschnepfen. Ich hoffe, ihr könnt sie finden. Wenn nicht, dann sucht noch ein bisschen. In der rechten Bildhälfte oben ist eine Zwergschnepfe zu sehen. Tolle Vögel, war meine allererste und die würde ich fotografisch gerne noch ein bisschen begleiten. Da, das hat unglaublich Potenzial. Ja, zurück in Wien hat es dann auch endlich mal geschneit. In Deutschland ist es ja so eine Sache. Auch heute, so kurz vor Weihnachten. Ja, es regnet draußen, es ist einfach nur grau und eklig. Da hat es in Wien einmal für einen Tag geschneit. Ich bin raus in den Wald gefahren. Und auf einer großen Wiese habe ich dann geblitzt, den Schneefall angeblitzt und da ist dieses Foto entstanden. Selber Tag, selbe Route, selber Wald. Es war toll. Es war allerdings sehr nass und feucht. Der Schnee ist gleich, also natürlich er ist erstmal liegen geblieben, aber er ist dann auch relativ bald wieder geschmolzen. Ich war völlig durchnässt. Aber es war ein schöner Tag und es war eine wirklich tolle Szenerie. Und ich habe natürlich auf Habichtskreuze gehofft, aber naja, wie das so ist, Eulen und Tiere, die sind nicht immer so zuverlässig. Dementsprechend habe ich mich der Landschaft gewidmet. Das war ein Tag in den Bergen mit Bernhard Schubert. Wir sind ja in die Alpen gefahren, wollten eigentlich Steinböcke fotografieren, aber der Schnee ging uns bis zur Brust und dann, ja, wir sind regelrecht stecken geblieben im Schnee. Konnten einfach nicht weiter und haben uns einfach, ja, mit diesen paar Bildern vergnügt. Was ich noch dazu sagen muss, nicht alle Aufnahmen sind bearbeitet. Es sind auch viele Bilder drin, die einfach nur einen Eindruck vermitteln sollen. Aber gut. Ich pendel immer ein bisschen zwischen Wien und meinen Eltern, beziehungsweise in Hessen. Und bei meinen Eltern nur, ja, 20 Minuten fußläufig entfernt, haben wir dieses Jahr ein Sperlingskauz gefunden, ein Revier. Seit 5 Jahren erfasse ich in diesem Gebiet die Kleineulen, beziehungsweise die Eulen. Wir haben jedes Jahr Raufußkreuze dort in dem Gebiet. Wir haben mindestens 3 Rufer. Dieses Jahr waren es 3 bis 4 rufende Männchen und eben ganz neu das allererste Mal ein Sperlingskauz. Ja, leider musste ich den verlassen, denn mit Fabian Fopp ging es gemeinsam nach Skandinavien. Ein Traum, den ich schon immer hatte. Und wir haben ihn verwirklicht. Wir sind zusammen hoch nach Varanger gefahren und in Südschweden haben wir noch einen Freund getroffen und haben eine Sperbeeule erstmal fotografieren können, was natürlich ein sehr gelungener Einstieg war. Das war am allerersten Tag der Reise im März. Und ja, es war kalt, das ist jetzt schon in Lappland oben. Wir sind, ja, ihr seht's, ich meine, ich mache Lagerfeuer, wir haben nichts außer ein paar trockene Äste und es war kalt. Wir sind angekommen in der Nacht noch, das Auto hat minus 30 Grad angezeigt. War ungemütlich, aber ja, wir sind da bei Freunden von mir untergekommen und das war schon alles super schön. Wasseramseln haben wir fotografiert, der Bach war teilweise noch vereist und sie dann beim Tauchen zu beobachten, bei den Temperaturen unglaublich. Also das würde ich gerne mal im Hochwinter noch fotografieren.
Und was bietet sich an, außer Langzeitbelichtung bei einer Wasseramsel? Es ist einfach ein toller Vogel, eine tolle Szenerie. Geniale Momente waren das. Ja, Schneeschuhe waren immer mit dabei. Ohne die ging es dann doch nicht. Und ja, auch vielen Dank an The Heat Company für eure Handschuhe und eure Unterstützung. Die Handschuhe kann ich wirklich empfehlen. Es sind warme Sachen und wenn es zu kalt ist, dann noch die Heatpacks oder mit dem Shell. Ja, hier hatten wir ursprünglich auf Polarlichter gehofft, dass die sich noch über den Himmel ziehen. Aber Pustekuchen, das war das höchste der Gefühle. Leider, leider wollten sie nicht so, wie wir wollten. Und waren an den Tagen, wo wir dort vor Ort waren, einfach nicht mehr so aktiv. Was schade war. Dafür haben die Unglücksheer relativ gut mitgespielt. Es waren weniger als die Jahre zuvor. An der Art und in dem Gebiet habe ich an ihnen gearbeitet, seit Jahren schon. Und ja, ein bisschen was geht immer mit ihnen. Weiter ging es nach Finnland. Genial, wirklich genial. Wir haben in einem kleinen roten Schwedenhäuschen gelebt und hatten nur unseren Holzofen zum Einheizen und haben Hakengümpel fotografiert an der Futterstelle. Wunderschön. Ich habe sie zuvor schon in Schweden gesehen, vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal. Aber sie fotografisch ja irgendwie auf den Sensor zu bannen, das war nicht drin. Und da war es wirklich toll. Ja, Männchen und Weibchen und Jungvögel und allerhand. Hakengümpel waren da vor Ort und es hat einfach Spaß gemacht, sie zu fotografieren. Das ist jetzt oben auf Varanger. Wir mussten es so machen, dass ja zeitlich war es ein bisschen blöd. Wir sind nach Varanger hoch und sind dann durchs Fjell und wollten dann die Eiderenten fotografieren. Und das Hochland, genial. Die Straßenverhältnisse, ja, gewöhnungsbedürftig. Es ist halt alles vereist. Es ist starker Wind da oben die ganze Zeit. Aber die Landschaft ist einfach wunderschön. Wunderschön. Und dann sind wir angekommen. Und eigentlich hätte alles voll sein sollen mit Eiderenten und Scheckenten. Scheckenten haben super gut mitgespielt. Wunderbar. Wirklich tolle Vögel, sehr interessante Vögel. Viel kleiner als ich dachte. Eine Eiderente. Aber das ist schon eine Prachteide. Bei den Weibchen bin ich mir da nie so sicher. Ich glaube, das ist eine Prachteiderente. Auf jeden Fall war es so, wir haben die Prachteiderente bekommen. Aber wir hatten irrsinnig großes Glück, denn insgesamt haben wir nur 6 Vögel in dem ganzen Gebiet gefunden. Und dass sie zu uns gekommen sind, liegt nur daran, dass wir eine Fischfabrik gefunden haben. Und irgendwie sind Abfälle von ihnen ins Wasser gelangt. Und die Enten, ja, haben die geliebt, die haben sie gefressen. Und wir saßen dann bei Ebbe immer unten am Ufer und haben auf Augenhöhe die Eiderenten fotografiert. Ja, auf jeden Fall tolle Reflexion. Das war noch am allerersten Tag. Wir sind angekommen, wir sind noch nicht mal in unserem Airbnb eingecheckt, weil wir dachten, boah, wir laufen jetzt einfach mal durch den Hafen. Und die Sonne kam ein bisschen raus und das Rot ist die Reflexion von einer Hauswand. Und das waren einfach geniale Farben. Die Vögel haben super gut mitgespielt. Auch die Scheckenten und all diese Aufnahmen, die sind von innerhalb von 2, 3 Stunden entstanden, vom allerersten Tag. Und danach ging gar nichts mehr. Das ist jetzt an einer der nächsten Tage. Ja, so wie bei uns andere Entenarten, liegen da die Prachteiderenten einfach im Hafen und schlafen. Es ist einfach genial. Es ist wirklich genial und ein Traum, diese Art wirklich mal fotografieren zu dürfen und generell zu der Jahreszeit mal da oben zu sein. Eisenten waren genau 3 Stück im Hafen, die wollten sich aber nicht fotografieren lassen. Das ist das beste Bild, was da entstanden ist. Ja, und dann mussten wir wieder zurück durchs Hochland. Ja, mussten Zwischenstopps einlegen, weil wir teilweise dann nichts mehr gesehen haben. Die Straße wurde geräumt, Gott sei Dank. Ich meine, ohne den Räumfahrzeugen wäre da gar nichts möglich. Am Tag drauf war es scheinbar auch so, dass die Leute ja festgesteckt haben und konnten die Ortschaft nicht mehr verlassen. Wir mussten aber wieder zurück nach Finnland, weil wir hatten Zeit zu überbrücken und
hatten dann das Glück, dass wir angekommen sind und in derselben Nacht Polarlichter noch fotografieren konnten. Und zurück an der Fütterung, Polarbirkenzeisig, tolle Art. Generell Birkenzeisige wollte ich schon immer mal fotografieren und da war es dann endlich möglich. Und natürlich die Hakengimpel, man wurde ein bisschen experimenteller, Ausschnitte gewählt. Das Bild ist persönlich mein Highlight von dort. Da habe ich mal versucht, ich habe die Kamera eingegraben mit dem Fernauslöser, ja, von unten mal die Vögel zu fotografieren. Eigentlich wollte ich den Kopf ins Bild ragend haben, aber ja, wie es so ist, hat nicht wirklich geklappt. Lapplandmeise, tolle Art, erst zwei, dreimal gesehen und da endlich aufs Foto bannen zu können, das war genial. Und wieder Experimente mit Hakengimpeln, es sind einfach wunderschöne Vögel. Ja, das ist der Varanger Fjord. In den letzten Jahren wurden da sogar Blauwale gesichtet und sowas, aber ja, Pustekuchen. Wir hatten natürlich kein Glück damit. Wir hatten aber Glück mit den 13 Möwen. Dort ist eine riesige Kolonie und da haben ein paar Vögel ja auf einer Insel, auf ja, Felsen gerastet. Im Hintergrund seht ihr Russland. Das ist nicht mehr Norwegen. Und ja, auch mit den Möwen haben wir natürlich ein bisschen experimentiert, Mitzieher gemacht. Und ja, dann kam nachts Polarlichter. Wir sind zur Möwenkolonie gerannt und wollten die Möwenkolonie mit den Polarlichtern, aber alle Möwen, da sind, lass mich raten, das sind circa 80.000 Möwen und nicht eine saß in den Felsen drin. Die waren alle auf dem Meer. Und ja, dann waren die Polarlichter da. Wir hatten wirklich kein Motiv. Dann sind wir den Berg hochgerannt, weil da die Landschaft einfach schöner war. Und dann waren die Polarlichter weg. Wie es halt so ist. Ne? Aber gut, dann nach 1,5 Stunden warten oder so sind sie wieder aufgetaucht, Gott sei Dank. Und wir konnten noch ein paar Bilder machen. Das ist da am Vogelfelsen. Und ja, mit langer Brennweite. Es war super windig, es war auch nicht ungefährlich da oben. Aber ja, ein paar Bilder konnten wir machen. Dann sind wir weiter die Küste entlang. Das war direkt vor einem Airbnb. Unser Host hat uns noch gesagt, ja, hey, da ist mal eine Robbe. Und wir so, boah, cool. Und ja, gegen Abend war es dann wirklich soweit. Die Robbe war wieder da, sie ist aufgetaucht. Und das ist jetzt gegen eine Straßenlaterne. Gegen die Reflexion einer Straßenlaterne im Wasser fotografiert worden. Rentiere gab es immer mal wieder ein paar, ganz toll. Und ihr erinnert euch vielleicht an die Landschaft zuvor, alles weiß und über Nacht hat es extremst getaut. Und es war super traurig, denn unser Plan war, das ist wieder Russland im Hintergrund, unser Plan war es, eben auf eine Vogelinsel zu fahren und die Vögel, die Seevögel, Papageitaucher, Trottelummen, Krähenschaben im Schnee zu fotografieren. Hat so nur bedingt geklappt. Na, auf dem Weg ist uns noch ein Elch begegnet. Super cool, relativ entspannt. Wir kamen recht nah ran, konnten ihn gegen den Fjord fotografieren. Super Moment. Elch habe ich so noch nie fotografieren dürfen. Und ja, dann sind wir auf die Fähre in Anführungszeichen gekommen, um auf die Insel, auf die Vogelinsel zu fahren und dort angekommen. Unglaublich eindrucksvoll. Fotografisch schwierig, weil man ist reizüberflutet. Die Luft ist voll mit Seevögeln, mit Trottelummen. Kolkraben machen immer mal wieder Unruhe. Krähenschaben zwischen den Trottelummen. Und das Bild einfach mal, um euch einen Eindruck zu geben. Die Felsen sind voll, unten sitzen die Krähenschaben, Tordalke ab und zu dazwischen, die Papageitaucher kommen erst gegen Nachmittag an. Unglaublich schön, unglaublich viele Motive, aber man ist einfach erstmal überfordert. Ja, ein paar Mitzieher der Trottelum auf dem Wasser, die rasten da auch und da seht ihr es, da ist so ein Zaun, in Anführungszeichen, abgesteckt, bis dahin und nicht weiter und oben seht ihr auch ein paar Papageitaucher sitzen. Und man kommt teilweise wirklich nah ran an die Vögel. Also es ist toll. Auf dem Bild seht ihr noch einen Seeadler und der scheucht natürlich die ganzen Trottelummen und anderen Seevögel auf. Es sind
geniale Momente, wirklich geniale Momente. Das ist die Insel mit dem Leuchtturm. Ursprünglich wollten wir uns dort einquartieren, aber es ist furchtbar teuer und dadurch, dass der Schnee schon weitestgehend geschmolzen war, haben wir gesagt, nee, wir lassen das, wir bleiben nur diesen einen Tag da. Was schade ist, weil da könnte man so viel anstellen, da will ich unbedingt auch wieder hin und ich plane auch eine Fotoreise dorthin. Also wer da Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Am Ende hat es noch wirklich in allerletzter Sekunde hat es noch mit den Papageitauchern geklappt. Und ja, die Reise war aber noch nicht zu Ende. Es ging weiter zu meinem Freund Lars. Und ganz in der Nähe von ihm konnten wir Singschwäne fotografieren. Und das war toll. Da ist ein Fluss und der hat gerade, da war eine Stelle, die war wieder offen, vom Eis befreit. Und dort rasteten alle Singschwäne, da waren auch Bisamratten, da waren Kanadagänse, da waren noch ein paar andere Entenarten, aber es waren vor allem die Singschwäne. Und der Rest vom Fluss war aber noch vereist und mit Schnee bedeckt. Und das war schon immer ein Wunsch von mir, die Singschwäne im weißen Umfeld, im Schnee zu fotografieren. Und es war einfach genial. Ja, und was haben wir noch beim Lars? Bartkreuze. Lars lebt quasi im Hotspot der Bartkreuze in Schweden. Und wir hatten Glück, Lars, Fabian und ich, dass wir mehrere Bartkreuze sehen konnten, beobachten konnten. Wir waren, glaube ich, eine Woche da. Und ja, wir konnten sie bei der Jagd beobachten. Wir haben nicht zugefüttert. Und genau, links ist eine Straße verlaufen. Und rechts von der Straße waren Telefonleitungen und die Masten. Dort haben sie immer drauf gesessen. Und die einzige Fläche, die vom Schnee befreit war, war dieser Hang direkt an der Straße. Und unterhalb von dem Hang ist ein Wassergraben verlaufen. Und in dem Wassergraben waren Schermäuse. Und der Bartkauz hat eben diese Telefonleitung als Ansitz genommen und ist immer runter in den Graben. Ja, geflogen, um da die Mäuse zu jagen. Dahinter war eine große Wiesenfläche, die er teilweise auch genutzt hat. Und ja, wir standen einfach nur an der Straße und haben gewartet auf die Vögel, bis sie wieder losfliegen. Und ja, solche Aufnahmen sind dabei entstanden, was extrem genial ist. Also Bartkauz war auch immer ein Wunschmotiv. Ich habe ihn zwar schon mal fotografiert, aber nicht schön. Und jetzt hat das einfach geklappt. Selbe Straße, die ist circa 30 Kilometer lang, immer mal wieder Offenflächen, Windbrüche, wo überall Bartkreuze waren. Und wir haben ein Sperlingskauz gefunden. Und ja, so schaut's aus. Das ist die ewig lange Straße, rechts und links immer mal wieder solche Offenflächen. Genau dort hatten wir auch einen Bartkauz dann am allerletzten Tag. Teilweise sitzen die Haselhühner in den Birken drin, Birkhühner waren überall. Auerhuhn haben wir, glaube ich, dort nicht gesehen. Ja, Elch natürlich und ja, geniales Gebiet. Einfach toll, beeindruckend, diese Vögel zu sehen. Ja, Haselhuhn neben der Straße. Und ja, Skandinavien war immer noch nicht vorbei. In den letzten 5 Tagen habe ich noch Birkhähne fotografiert. Es war die Hochphase der Balz. Ich hatte meinen Tarnzelt vorher aufgestellt. Sie haben sich eine Nacht dran gewöhnen können. Es sieht jetzt relativ offen auf, aber direkt aus, aber direkt hinter dem Tarnzelt, da waren noch einige Bäume, sodass das Landschaftsbild gar nicht so verändert wurde. Und die Tiere haben sich auch überhaupt nicht an mir gestört oder am Zelt. Es war genial. Da habe ich 5 Tage nochmal durchgehend Birkhähne bei der Balz fotografiert. Ein unglaublicher Moment. So nah an die Tiere zu kommen. 12 Männchen haben vor mir gespielt. Es ist am Folgetag, ja, kämpfende Birkhähne. Es ist einfach ein Traum gewesen. Und das waren sehr frische Bärenspuren. Also der war nur ein paar Stunden vor uns dort. Und ja, ich habe immer die Hoffnung, einem Braunbären zu begegnen. Es hat noch nicht geklappt. Ich habe schon alles gesehen. Ich habe deren Kot gesehen. Ich habe deren Trampelpfade gesehen. Aufgegrabene Ameisenhaufen, alte Baumstämme. Teilweise gerochen habe ich sie schon, aber einen Bär habe ich noch nicht gesehen, was sehr, sehr schade ist.
Ich habe jetzt gerade die Aufnahme gemacht für meinen Jahresrückblick. Allerdings sind das über 40 Minuten. Das tut mir echt leid. Deswegen werde ich zwei Teile draus machen. Und ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Sagt mir bitte, ob das zu viel ist, ob es zu lang ist. Es ist zu langweilig. Ansonsten werde ich das nächstes Jahr versuchen zu kürzen.